Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen heute zu unserem Gottesdienst am vierten Sonntag nach dem Trinitatisfest. Der neue Wochenspruch aus dem Galaterbrief im 6. Kapitel lautet: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die Lasten der anderen tragen, Gutes suchen, Böses mit Gutem vergelten. Dazu sind wir als Christinnen und Christen aufgerufen. Und dazu will Gott uns persönlich fähig machen. Gott weist uns auf den Weg der Liebe. Und er stärkt uns immer wieder neu, diesen Weg zu suchen und zu gehen. Wer auf diesem Weg des Glaubens geht, wird so das Leben gewinnen. Wir haben heute Gottesdienst mit heiligem Abendmahl. Es gibt heute beim Abendmahl Traubensaft. Wie das Abendmahl unter Corona-Bedingungen abläuft, das werde ich später noch erklären. Ich freue mich, dass heute unser Technikteam auch da ist. Sie haben es schon gemerkt, da stehen ein paar Kameras. Da oben hängt eine am Kran über Ihnen und verschiedene andere Sachen. Wir nehmen heute auf, aber seien Sie getrost. Es wird niemand von den Gottesdienstbesuchern gefilmt. Und wenn Sie später zum Abendmahl vorgehen, werden die Kameras ein Standbild einspielen, sodass natürlich die persönliche Sphäre gewahrt bleibt. Ich wünsche uns nun einen ganz gesegneten Gottesdienst und wir wollen nun miteinander das erste Lied singen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Gütiger Gott, du gibst uns dein Gebot der Liebe und hast uns in Jesus Christus auf den Weg der Barmherzigkeit geführt. Darum bitten wir dich, gib du uns Augen, die den Nachbarn sehen, Ohren, die ihn hören und ihn auch verstehen, Hände, die es lernen, wie man hilft und heilt, Füße, die nicht zögern, wenn die Hilfe eilt, Herzen, die sich freuen, wenn ein anderer lacht, einen Mund zu reden, was ihn glücklich macht. So bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören Worte Heiliger Schrift aus dem Lukasevangelium im 6. Kapitel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Soweit die Worte Heiliger Schrift. Der Herr segne sie an uns allen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und er erhalte uns sein heiliges und teures Wort in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns antworten mit dem Bekenntnis unseres gemeinsamen christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das nächste Lied, O Gott, du frommer Gott. Thank you.
mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief des Apostels Paulus im 12. Kapitel. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Herr Jesus Christus, dir sei Lobpreis und Dank, dass du versprochen hast, auch heute in unserer Mitte zu sein. Schenk du uns deinen guten Heiligen Geist. Hilf uns zum Reden, zum Hören und stärke du unseren Glauben. Amen. Liebe Gemeindeglieder, der Kirchenvater Augustin, der hat einmal ein bemerkenswertes Wort gesagt. Da heißt es, Gutes mit Bösem vergelten, das ist teuflisch. Gutes mit Gutem oder Böses mit Bösem vergelten, das ist menschlich. Aber Böses mit Gutem vergelten, das ist göttlich. Um Gut und Böse geht es in unserem heutigen Predigttext. Das sind Worte des Apostels an die christliche Gemeinde damals wie heute. Gut und Böse, das spielt auch in unserem Alltag eine große Rolle. Von guten und bösen Taten und Nachrichten erfahren wir jeden Tag neu. Und manchmal erschrecken wir darüber, wenn es wieder heißt, ja, da ist eine neue Dimension von Gewalt ausgebrochen. Eine Familie nimmt da etwa ein Kind auf und sorgt liebevoll für es. Aber im Laufe der Jahre entfernt sich dieses Pflegekind immer mehr von den Eltern. Es gerät in schlimme Kreise hinein und zum Schluss erschlägt es den Pflegevater. Da ist Gutes mit Bösem vergolten worden. Da ist das Gute nicht gedankt worden. Manchmal haben wir den Eindruck, dass sich diese teuflische Entwicklung in unserer Welt von Jahr zu Jahr mehr verschlimmert. Und wenn wir auf die Bibel hören, dann wissen wir, dass der Mensch eben nicht so edel, hilfreich und gut ist, wie er nach den Worten eines Johann Wolfgang von Goethe sein sollte. Wir erleben stattdessen, dass es stimmt, dass der Mensch dem anderen gegenüber oft wie ein reisender Wolf ist. Denn in einer Welt, in der sich die Menschheit immer mehr um sich selber dreht und nicht mehr um den Nächsten, in einer Welt, wo sich Menschen immer mehr zum Gott aufspielen, in einer Welt, wo viele Menschen immer mehr Gott loswerden, kann es letztlich doch nicht besser werden. Und davon hat schon die Bibel ganz am Anfang berichtet. Bereits im 3. Kapitel hat diese Abwärtsbewegung begonnen. Da meinte der Mensch, ich weiß es besser als Gott. Und darauf geschieht schon der erste Mord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Es war kein Paradies mehr auf Erden. Ja, Gutes mit Bösem zu vergelten, ist eben teuflisch. Aber Gott hat uns Menschen doch ursprünglich gut geschaffen und gut gewollt. Er hat uns doch den Auftrag gegeben, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir sollen seine Stellvertreter hier sein. Wir sollen doch etwas von der Liebe und der Menschenfreundlichkeit unseres Gottes in diese Welt hineintragen. Und Gott, er wollte in täglichem Kontakt mit uns Menschen sein
Und er wollte einen liebevollen und persönlichen Umgang mit jedem einzelnen Menschen pflegen. Aber der Mensch hat sich im Ungehorsam gegen Gott und gegen sein Wort gestellt. Und dieser Sündenfall, der geschah nicht nur damals in grauer Vorzeit. Nein, liebe Gemeinde, der geschieht auch heute noch, wo wir Menschen uns von Gott und seinem guten Willen bewusst abwenden. Aber unser Gott wollte nun in seiner großen Liebe diesem Treiben nicht länger zuschauen. Deshalb hat er uns zunächst seine Gebote gegeben. Sie sollten uns zeigen, wie wir nach dem Willen Gottes gut mit ihm, aber auch untereinander leben können. Die Gebote sollten das Schlimmste verhindern und für uns wie Leitplanken auf einem guten Lebensweg sein. Jesus hat später diese Gebote ganz einfach in diesem Doppelgebot der Liebe zusammengefasst, wo es heißt, wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Aber auch da hat sich im Laufe der Zeit eine schlimme Entwicklung ergeben. Es entstanden dadurch ein durch unzählige Regeln und Gesetze begleitetes Leben, in dem es nur noch darum ging, Gebote und Verbote einzuhalten. Ein Leben, in dem der Mensch aus eigener Kraft versuchte, selber vor Gott und Menschen gut dazustehen, sich selber zu verbessern. Damals gab es im jüdischen Glauben genau 613 einzelne Gebote und Regeln, die die Menschen damals befolgen sollten. Und so stand zum Beispiel im Alten Testament schon die Anweisung Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dadurch sollte die Eskalation der Gewalt vermieden werden. Bei uns hat sich so ein Gedanke dann niedergeschlagen in unseren Sprichworten, wenn es da heißt, wie du mir, so ich dir. Aber all das sind doch nur menschliche Versuche, die Eskalation des Bösen zu begrenzen. Es sind Versuche, irgendwie ohne Gott die Welt erträglich zu machen, vielleicht zu verbessern. Augustin hat er schon recht, wenn er sagt, Gutes mit Gutem und Böses mit Bösen vergelten, das ist halt menschlich. Paulus versucht uns nun hier einen neuen Weg zu zeigen. Er weist uns auf den Weg hin, durch den diese Welt nicht aus eigener menschlicher Kraft, sondern allein durch und mit Gottes Hilfe erneuert werden kann. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Es ist der Weg, über den Augustin schon sagte, Böses mit Gutem vergelten, das ist göttlich. Es kann nun sein, dass sich bei uns Widerstand gegen diese Worte des Apostels Paulus regt. Wenn du so handelst, dann verzichtest du doch auf dein gutes Recht. Und wer ständig nur lieb und nett ist, der zeigt doch nur Schwäche und bringt's zu nichts. Soll man denn alles schlucken, was die anderen einem antun? Die Psychologen sagen doch, dass das Hinunterschlucken von erlittenem Unrecht noch viel schlimmer sei als das Abreagieren. Liebe Gemeinde, dass mich niemand hier an diesem Punkt falsch versteht. Der Staat hat das Schwert nicht umsonst. Das heißt, dass jeder Übeltäter natürlich der gerechten irdischen Strafe zugeführt werden soll. Und sollte er ihr irgendwie entgehen, wird Gott selber einmal am jüngsten Gericht über jeden Menschen richten und urteilen. Denn Paulus schreibt ja hier, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. In unserem heutigen Predigttext geht es vielmehr darum, wie ich ganz persönlich mit zugefügtem Leid oder mit erfahrenen Verletzungen umgehe. Ob ich dem Täter immer gleich alles voll heimzahle oder ob ich ihn gar mit Hass überschütte. Seien wir doch ehrlich, Vergeltung hat doch noch nie zu etwas Gutem geführt, dafür aber umso mehr Trümmer hinterlassen, in Ehen und Familien, unter Hausbewohnern oder am Arbeitsplatz, sogar unter ganzen Volksgruppen oder ganzen Nationen. Wenn nun jetzt jemand sagt, aber ich bringe das nicht fertig, was Paulus hier sagt,
dann muss ich sagen, ist das nur verständlich. Und dann ist es ehrlich. Denn wir können oft nicht aus eigener Kraft über unseren Schatten springen. Wir können nicht aus uns selbst heraus den inneren Zwang zur Vergeltung einfach so überwinden. Das schaffen wir nicht. Aber mit meinem Gott, heißt es, kann ich doch über Mauern springen. Mit Jesus im Herzen kann das doch möglich werden, wenn wir mit ihm leben, ihn in unser Leben hineingelassen haben. Wir dürfen deshalb die Worte unseres heutigen Predigttextes nicht aus dem Zusammenhang des Römerbriefes herausnehmen. Denn wenn wir das tun würden, dann wären diese Worte des Predigttextes, diese Worte des Paulus ja wieder nur Appelle, wieder nur Aufforderungen und Gesetze, die wir halt aus eigener Kraft einhalten sollten. Und gegen solche moralischen Appelle, da lehnen wir uns doch irgendwie auf, weil wir es ja sowieso nicht schaffen, sie einzuhalten. Oder wir werden traurig und resigniert über unsere Schwäche und unser Versagen. Wir werden dann entweder fromme Heuchler, die von ihrer eigenen Gutheit überzeugt sind, oder wir gehen kaputt unter unseren dauernden Selbstvorwürfen. Aber Jesus möchte doch aus uns allen frohe und freie Christenmenschen machen. Und deshalb erzählt Paulus in den ersten 11 Kapiteln vorher davon, wie wir trotz unserer Schuld, wie wir trotz mancher Gottlosigkeit und mancher Lieblosigkeit immer wieder in den Augen Gottes Recht dastehen können. Er erzählt davon, wie wir allein durch den Glauben an Jesus Christus gerecht gesprochen werden, wie wir allein durch den Glauben zu neuen Menschen werden können. Denn Jesus hat uns doch das mutmachende Wort zugerufen: Siehe, ich mache alles neu. Und er hat auch die Macht und die Möglichkeit, uns und diese Welt zu erneuern. Er kann uns zu Menschen machen, die die Liebe Gottes wiedergeben. Er kann uns Schritt für Schritt auch verändern und erneuern. Aber nie aus eigener Kraft. Es kann nur geschehen in der ständigen Verbindung zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns diese Liebe und diese Vergebungsbereitschaft vorgelebt hat. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Da sitzen zwei Menschen im Sommer an einem Lagerfeuer. Die Holzscheide mitten im Feuer, die brennen, sie geben Licht und sie geben Wärme. Dann nimmt einer einen Holzscheit aus dem Feuer heraus. Anfänglich brennt er noch weiter. Aber dann wurden die Flammen immer kleiner und nach einer Weile brannte dieser Holzscheit nicht mehr. Wir Menschen, wir sind manchmal vergleichbar mit solchen Holzscheiten. Denn wenn wir außerhalb des Feuers liegen, dann sind auch wir irgendwie dunkel und kalt. Erst wenn wir in das Feuer der Liebe Jesu Christi mit hineingenommen werden, dann verändert sich was. Dann brennt auch in uns was. Dann geht etwas von dieser verändernden Liebe Jesu von uns aus. Dann können wir immer mehr so leben, wie Jesus es für uns gedacht hat, dann können wir auch Werkzeuge des göttlichen Friedens sein. Paulus schreibt ja: Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und Jesus hat es vorgemacht. Als ihm einmal jemand eine Ohrfeige gab, dann zahlte er es ihm nicht mit gleicher Münze zurück, sondern fragte nur: Warum schlägst du mich eigentlich? Und mit dieser Frage hat er seinen Gegner entwaffnet. Die Königsdisziplin scheint mir nun der letzte Satz des Paulus im heutigen Text zu sein. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Denn dadurch werden die sprichwörtlichen feurigen Kohlen, das schlechte Gewissen, auf das Haupt unseres Gegners gelegt. So ein Handeln schafft aber niemand von sich aus. Erst wenn wir selber die große vergebende Liebe unseres Gottes persönlich erlebt haben, erst wo wir im eigenen Leben erfahren dürften, dass Gott auf unsere Schuld
nicht mit der wohlverdienten Strafe reagiert, sondern bereit ist, wo wir zu ihm kommen, uns täglich neue Vergebung zu schenken. Erst da können wir auch dem anderen vergeben, wie Gott uns vergibt. Ich möchte zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. Arino da Pozzo war ein italienischer Christ. Während der Nazi-Herrschaft saß er jahrelang im Konzentrationslager. Er war abgemagert und verletzt. In diesem Zustand kommt es zu einer Begegnung mit dem Lagerkommandanten. Und dieser Herr da Pozzo erzählt davon mit eigenen Worten. Er sagt, am Weihnachtsabend 1943, da ließ mich dieser Kommandant rufen. Er saß vor einem reich gedeckten Tisch. Stehend musste ich zusehen, wie er sich all die Leckerbissen schmecken ließ. Eine Ordonnanz brachte dann noch Kaffee und ein Päckchen mit Keksen herein. Und der Lagerkommandant begann auch diese aufzuessen. Dann wandte er sich an mich. Ihre Frau ist übrigens eine gute Köchin, da Pozzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Dann erklärte er es mir. Ja, seit Jahren schickt ihre Frau Päckchen mit so kleinen Kuchen. Die hab alle ich aufgegessen. Ich kämpfte mit den Tränen. Meine Frau und meine Kinder hatten von ihrer kargen Ration Mehl, Fett und Zucker abgespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Kerl hat die Nahrung meiner Kinder aufgegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hass ihn, da Pozzo. Aber ich fing an zu beten, damit in mir dieser zerstörerische Hass nicht hochkommt. Als der Krieg dann später vorbei war, da suchte ich nach diesem Mann. 10 Jahre dauerte es, bis ich ihn fand. Er erkannte mich erst, als ich ihm sagte, ich bin die Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam dieser Mann Angst. Sie sind gekommen, um sich zu rächen, fragte der ehemalige Kommandant. Ja, bestätigte ich lächelnd und öffnete ein großes Paket. Da kam ein großer Kuchen zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir zusammen den Kuchen und tranken miteinander Kaffee. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. In dieser Geschichte, da merken wir, dass das alles andere als einfach ist und dass es Kraft kostet, die Gefühle der Vergeltung und des Hasses nicht hochkommen zu lassen. Denn diese negativen Gefühle, die würden uns sonst innerlich Stück für Stück zerreißen und zerstören. So eine Kraft der Liebe und so eine Kraft zur Vergebung, die kann uns nur von Gott geschenkt werden, wo wir uns im Glauben immer wieder neu von Jesus stärken lassen. Und so eine besondere Stärkung wird uns heute im Heiligen Abendmahl geschenkt. Wenn wir es feiern, können wir uns von Jesus Kraft erbitten, die nötig ist, um auch Böses mit Gutem zu überwinden. Und dann mag das Wunder geschehen. Andere ballen nur ihre Fäuste. Wir öffnen dann unsere Hände. Andere rufen nach Vergeltung. Wir sprechen von Vergebung. Andere brüllen aus Hass. Wir singen von Liebe. Wo das geschieht, werden die Worte des Augustin wahr, der damals gesagt hat, Böses mit Gutem vergelten, das ist göttlich. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun miteinander das dritte Lied, So jemand spricht, ich liebe Gott. Thank you.
ist noch Folgendes bekannt zu geben. Der Wochenspruch aus Galater 6, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Am Dienstag um 16.30 Uhr wird sich unser Kinderchor treffen, bei gutem Wetter natürlich draußen. Am Mittwoch ist um 16.30 Uhr wieder Konfirmandenunterricht und am Sonntag um 9.30 Uhr Gottesdienst hier in unserer Kirche. Im Klingelbeutel waren 89 Euro eingelegt, die Kollekte für die eigene Gemeinde 73 Euro, gespendet wurden für eigene Gemeinde 1x30, 4x50 und 1x100 Euro. Und die Juni-Sammlung für die Jugendarbeit erbrachte 73 Euro und eine Spende für die Kirche mit in Höhe von 50 Euro mit einem Vers aus dem Lied 361. Da muss ich schnell noch ein Gesangbuch holen, dann kann ich das vorlesen. Das Lied 361 stammt von Paul Gerhardt und er schreibt im ersten Vers: Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Die heutige Kollekte in eines der beiden Boxen am Ausgang am Brautor ist bestimmt für die Aktion 1 plus 1 mit Arbeitslosen teilen. Die sogenannte Juli-Sammlung für Wiederaufbau in Mecklenburg, die kann ja heuer wegen der Corona-Krise nicht so einfach durchgeführt werden. Wir wollten unsere Sammlerinnen und Sammler nicht von Haus zu Haus schicken. Deshalb steht im Ausgang ein Körbchen für diesen Zweck bereit. Ich hoffe, das steht noch draußen. Ja, das ist also für die Juli-Sammlung für Mecklenburg. Ja, wenn Sie die Sonntagspredigt in Papierform oder in anderer Form haben wollten, dann melden Sie sich bitte bei mir drüben auf den Stufen des Gemeindehauses. Ist auch eine Box mit Predigten zum Mitnehmen, vor allem für die, die halt nicht in den Gottesdienst kommen konnten. Ja, wir empfehlen weiterhin für den Gottesdienst Voranmeldung, damit man sicher einen Sitzplatz haben kann, aber Sie können auch einfach so kommen, solange wir noch Plätze frei haben, herzlich willkommen. Insgesamt sind Sie jetzt 42 Plätze in unserer Kirche und wenn es gutes Wetter ist, so wie heute, könnten wir auch jederzeit noch draußen höhere Plätze realisieren. Der Mund- und Nasenschutz ist ja offiziell nicht mehr unbedingt zwingend erforderlich. In unserem Dekanat gilt aber der Beschluss, dass während des Singens auf jeden Fall die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, auch beim Rein- und Rausgehen. Ich würde halt bitten, soweit es Ihnen gesundheitlich und vom Kreislauf her möglich ist, tragen Sie sie durchgehend. Wenn Sie merken, hoppla, jetzt wird es mir etwas schwummerig, dann nehmen Sie sie getrost beim Sitzen ab. Ja, der Herr segne nun uns und unsere Gemeinde nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Wir hören jetzt ein Orgelinstrumentalstück, das uns auf die Feier des Heiligen Abendmahles einstimmen wird. Beim Heiligen Abendmahl wird das jetzt so ablaufen, dass wir keine lange Liturgie singen. Wir sprechen die Einsetzungsworte und das Vaterunser gemeinsam und danach lade ich Sie schon ein zum Heiligen Abendmahl. Ich werde dann dort vorne neben der Osterkerze stehen und werde Ihnen die Hostie mit Handschuh, mit Desinfektion vorher dann in die Hand legen. Sie gehen dann hier vor und nehmen sich hier an dem einen Stehtisch einen Einzelkelch. Es sind kleine Becherchen drin mit Traubensaft. Sie können hier vorn dann auch alleine im Altarraum Ihre Hostie zu sich nehmen, lüpfen Sie dazu den Mundschutz und trinken Sie Ihren Becher mit Traubensaft. Danach haben wir da üben ein Tablett stehen, da stellen Sie dann bitte den leeren Kelch ab und gehen hier von mir aus gesehen der rechten Seite wieder zurück zu Ihrem Platz. Eine Bitte habe ich, da wir das Kamerastativ hier vorne neben der Kanzel stehen haben,
machen Sie einen weiten Bogen, dass Sie nicht unten an dem einen Bein hängen bleiben. Ja, nun wollen wir miteinander Musik hören. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Amen. Gemeinsam beten wir, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. So kommt nun herzu, es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Thank you.
freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Wir singen jetzt das letzte Lied auf unserem Liedblatt. Barmherziger, gnädiger Gott, du tröstest dein Volk und redest freundlich mit uns. Du willst, dass wir einander die Lasten tragen. So bitten wir dich für deine Kirche, dass sie deine frohe Botschaft zu den Menschen trägt und sie getröstet werden und Vergebung erfahren. Schenke allen Mitarbeitenden in der Kirche und den Gemeinden die rechten Worte, Freundlichkeit und Liebe. Gib ein gutes Miteinander, damit wir Christen zu glaubwürdigen und fröhlichen Zeugen des Evangeliums heranreifen. Wir bitten für unser Land und unsere Gesellschaft. Gib allen, die Verantwortung tragen, Kraft und Willen, immer wieder neu das Gute zu suchen. Hilf, wenn andere uns brauchen, dass wir geduldig hören, das Richtige tun und gute Worte finden. Schenke denen, die sich benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlen, Augen und Ohren für das Gute in ihrem Leben und lass ihnen Gerechtigkeit und Güte widerfahren. Wir bitten für die Familien und Partnerschaften, gib, dass wir achtsam und behutsam mit dem uns anvertrauten Menschen umgehen. Schenke Freude am Erfolg und am Gelingen des anderen. Hilf, dass wir einander annehmen und immer wieder Wege der Versöhnung suchen. Wir bitten für die Menschen in den Krisengebieten dieser Welt. Sei bei den Hungernden, den Verfolgten, den Opfern der Kriege, den Flüchtlingen. Gib du helfende Hände, Menschen, die beistehen und Lasten tragen, die Bereitschaft zu geben und zu teilen. Mache du gut, was bei uns falsch und böse gemacht oder gedacht ist. Bringe zurecht, was wir nicht vermögen. Segne unser Tun zum Wohl der Nächsten, damit wir leben aus deiner Liebe, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Empfangt noch den Segen unseres Gottes. Es segne und es behüte euch alle, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
hat unser Sicherheitsteam und das Technikteam, das oben den Gottesdienst mit aufgezeichnet hat. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Auf Wiedersehen und Gott bewahre.